Erster Schultag der Klasse 6a nach den Osterferien. Lehrerin Claudia Zimmermann blickt in viele konzentrierte Gesichter. Aber dass sie die überhaupt erkennen kann, ist ungewohnt für sie. Denn bis vor den Ferien galt in Schulen noch strikte Maskenpflicht. Die ist jetzt Geschichte. Wenn ich jetzt die Maske nicht anhabe, kann ich mich auch viel besser konzentrieren. Und ich kann auch die Lehrerin vielleicht ohne Maske sehen und meine Mitschüler auch. Im Flur trage ich sie jetzt noch, weil es mir einfach sicherer ist, weil da halt auch sehr viele fremde Menschen sind. Ohne Maske ist es einfach entspannender, man kann besser atmen und es ist einfach angenehmer. Freude also, aber auch gemischte Gefühle bei den Schülern. Ähnlich ist das bei Claudia Zimmermann. Ihr Wunsch nach Normalität ist groß, doch täglich begegnet sie vielen Schülern in kleinen Räumen. Das Risiko, sich mit Corona anzustecken, ihr ständiger Begleiter. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt. Aber für die Kommunikation in der Schule finde ich es wichtig, dass man das Lächeln sieht, auch mal den ernsten Blick oder sieht, wer schwatzt. Einfach die Normalität, die zurückkommt, die ist, nach der sehnen sich alle. Auch Schulleiter Benedikt Mangini. Regelmäßig tauscht er sich mit dem Kollegium aus, nimmt sich der Sorgen seines Teams an. So hält die Mehrheit der Lehrer in Bammental das Ende der Maskenpflicht für zu früh. Da sich die Schule aber an die Vorgaben des Landes halten muss, setzt man auf die Vernunft aller. Wir haben dazu appelliert, dass die Schülerinnen und Schüler freiwillig die Maske tragen und stellen fest, dass es in den Klassen und Kursen etwas unterschiedlich ist. Gerade die Älteren tragen Maske. Wir haben die Abiturienten natürlich jetzt auch im Haus, denen sehr daran gelegen ist, dass sie nicht etwa in Quarantäne müssen, dass sie sich nicht anstecken. Künftig ist also noch mehr Rücksichtnahme gefragt. Auch in Sachen Corona-Test. War der bisher noch mehrfach die Woche Pflicht für alle, fällt nun auch diese Regel weg. Hier in Bammental hat man trotzdem noch einen kleinen Vorrat auf Lager. Der Schulleiter hofft, dass man den aber nicht mehr braucht. Stattdessen der Wunsch, dass die Infektionszahlen ganz nach unten gehen und unten bleiben natürlich und auch deshalb keine besonderen Maßnahmen mehr erforderlich sind. Und darauf hoffen auch die Schüler der Klasse 6a, denn ohne Maske, da lernt es sich am Ende ja doch irgendwie besser.